Am Oberlauf des Rio Magdalena liegt La Plata, ein Geschäfts- und Handelszentrum der Gegend. Von hier aus wollen wir nach Tierra Dentro fahren, um dort eine Bestattungskultur vorkolumbianischer Indianerstämme kennenzulernen. Wir durchfahren eine große Viehhacienda mit sehr schönen Zebu-Rindern. In der schönen Morgensonne und bei herrlich strahlendem blauen Himmel geht es vorerst den Rio La Plata hoch. Unsere Zielorte sind nicht mehr weit. Wir befinden uns im Siedlungsgebiet der Paez-Indianer. Auf dem Plateau dort oben werden wir einige der freigelegten Gruften, von denen es hier in der Gegend sehr viele geben. Doch vorher ist Entspannung angesagt in einem von uns hier nicht vermuteten Hotel. Wir bestaunen die in Adobe-Bauweise errichtete Dorfkirche von Pisimbala. Die Gruften wollen wir auf Pferdesrücken erreichen und Cäsar, der kleine Indianerjunge, wird uns dorthin führen. Die freigelegten Gruften befinden sich hier übers ganze Gelände verstreut. Die Grabkammern wurden bis zu einer Tiefe von 9 Metern aus dem alten Felsen herausgehauen. Scheinbar handelt es sich um Familiengruften, wo die sterblichen Überreste der Angehörigen in Urnen beigesetzt wurden. Links und rechts an der Seitenfront einer Nische erkennen wir 2 Figuren, die Hände gefaltet zum Gebet über der Brust halten. Diese schöne Gruft hat 7 Nischen. Das Gewölbe wird von 2 Pfeilern abgestützt. Die Kapitelle sind mit eingemeißelten Gesichtern verziert und die Wände mit einfachen geometrischen Mustern ausgemalt. Irgendwie bekommt man eine Vorstellung
von der hohen materiellen und geistigen Entwicklung der Menschen, die dieses geschaffen haben. Noch einmal müssen wir hinauf, 4000 Meter ins Hochmoor, den Paramo, und dann geht es allmählich bergab ins Valle und von dort erreichen wir in 2 oder 3 Stunden Cali.